Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum heutigen Yu-Gi-Oh! Unboxing. Heute habe ich für euch ein Display Blazing Vortex. Und ja, ich habe das jetzt hier schon aufgemacht, aber ihr seht ja hier, wie wunderschön scheiße das hier schon zerbeult ist. Eigentlich neu gekauft, so viel zu dem Thema. Das war's auf jeden Fall komplett. Ja, echt scheiße, gerade weil ich die ganzen Displays ja hier hinten auch in mein Regal stelle, sieht man jetzt hier nicht, ist das natürlich ein bisschen schade, aber ich packe es ja aus, deswegen geht's noch. Und wenn hier nun mal die Starlight Rare mich gleich erwartet, dann, gut, kann ich vielleicht doch darüber hinwegsehen. Aber ansonsten bin ich pissed. So, Freunde, wir schauen mal rein. 24 Booster und da soll eine Menge gutes Zeug drin sein. Ja, ein Topf des Wohlstands, der uns den ein oder anderen Wohlstand bereiten kann und 5 mögliche Starlight Rares. Ich bin gespannt, wünscht mir Glück, haut den Daumen nach oben raus und dann wird das was. So, der Windhexe, die kenne ich aber auch. Esskraft, Oraphist. Okay. Ein Stab. Okay, auch cool. Ja. Ist das nicht Knutzi? Oh, eine Redhead. Hallöchen. Kann man machen. So, habt ihr mitgezählt? Wie viele Karten war das jetzt? Ich habe nicht mitgezählt. So. Na gut. Weiter geht's. Die vielleicht? Schau mal, die 5. ist die Holo. Naja. So, jetzt habe ich es gut geregelt. Jo, die Spannung steigt und wir haben. Oh, nice! Secret Rare am Start. Bewaffneter Drachenfunke. Sehr schick. Das Ding geht ab 7,50 Euro. Das kann man schon mal machen. Aber leider, da könnt ihr mir jetzt mal helfen, Chat. Guckt mal, die ist an der Schrift, warte, hier, so, guckt mal die Schrift an. Die Schrift ist nicht perfekt gedruckt, ja, so. Ist diese Karte jetzt Near Mint oder nicht? Das würde mich mal interessieren, weil für den schlechten Druck kann ich ja jetzt nichts. Und die Karte an sich hat ja jetzt keinen Fehler oder sowas, ne? Die ist ja top, aber der Druck ist halt da bei der Schrift nicht so optimal. Wenn ich die jetzt verkaufen würde, kann ich die als Near Mint reinsetzen? Oder muss ich die Heavy Blade reinsetzen? Keine Ahnung. Das ist doch mal eine Frage. Das hat mich schon immer mal interessiert. Ne? Weil ist ja nicht so, dass ich da jetzt sitze und die Farbe vom Namen abkratze. So viel Langeweile habe ich jetzt auch nicht. Aber keine Ahnung. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie man das denn macht. Da es bekannt ist, kann man noch Near Mint sagen. Es gibt so Kleinscheißer, die sagen, die ist nicht Near Mint. Ja, aber wie gesagt, den kann ich ja denn, falls du dieses Unboxing siehst, weil du diese Karte hier auf Cardmarket bei mir gekauft hast und dich beschwerst, ja, ist nicht mein Fehler. Ne? Hier gleich in Folie, ich bin der Gute, sorry, aber ich habe mein Bestes gegeben. So, der Wert ab 7,50 Euro. So. Aber ich habe auf, warte mal, 1, 2, 3, 4. Die 5. ist denn die Dings. Aber ich habe auf Cardmarket schon einiges durch, ey. Also, weiß ich nicht. Gestern ich habe Karten verschickt. Und ich verschicke immer die Karten in diese Booster. Also, ne? Ganz einfach. Du hast bei mir diese Karte gekauft, ja, und dann packe ich diese Karte in eine Folie, also quasi so, ja, und diese Folie packe ich dann immer nochmal in ein altes Booster rein, mit vorne und hinten noch alten Karten. Das Booster packe ich in ein A4-Blatt, falte das und klebe das zu und packe das in den Briefumschlag. So, und dann kriege ich den Tag in der Nachricht, ey, du Arschloch, wo ist meine Karte? Du hast mir nur einen Booster geschickt. Ich weiß nicht, was das soll.
Da ist er, willst du mich verarschen oder was? Und da habe ich demjenigen gesagt, er möchte doch bitte dieses Booster einfach mal aufmachen. Die Karte ist da drin. Aber der war völlig verwirrt, warum ich ihm so einen Booster schicke. Und er war recht sauer. Aber ja, so mache ich das immer. Also, ja, das war es auch komplett. Ey. Also, manchmal frage ich mich. Aber ich habe gut gelacht. So. Oh, Windhexenglocken. Okay. Wie heißt es auf Card Market? Findest du, ich heiße so wie hier auch, Martin Euro einfach. Du findest aber auch alles in der Videobeschreibung auf YouTube. Zumindest in meinen Yu-Gi-Oh! Unboxings. So, warte. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter geht's. Und okay, super rare. Materiaktor Gigadra. Schick. Schickes Vieh. Aber ja. Ist jetzt nicht der Wahnsinn. So. Weiter geht's. Ach Mann, ich vergesse es immer wieder. 2, 3, 4. Also, Hauch des Lobes, Pendelzugabe, alles easy peasy, aber jetzt, Freunde, habt ihr schon mal eine Starlight Rare gesehen? Die sieht ungefähr so aus, ach schade. Parametallphose Azortless, okay, als Pendelkarte geht. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und weiter geht's. Alter, das sieht cool aus. Ganz gemütlich hier am Auspacken. Oh fuck. Freunde, ich glaube, das ist was. Ich glaube, das ist was Gutes. Ich glaube, das ist was Gutes. Habt ihr schon mal eine Starlight Rare gesehen? Die sieht ungefähr so aus. Oh, okay, so sieht sie nicht aus. Aber es ist zumindest eine Secret Rare. Unterweltgöttin der geschlossenen Welt. Sehr cool. Das ist ein feines Teil. Oh, die zweitseltenste Nicht-Starlight Rare-Karte hier in diesem Set. Das geht doch, glaube ich, schon mal ganz klar. Ja, 25 Euro kannst du dafür hinlegen. Das ist eine leckere Sache. Alter, Linkmonster, 4 Effektmonster brauchst du für den Kram. Ja, ich glaube, da können wir drüber reden. Aber auch hier wieder, guck mal, wenn ihr euch das W und das D anguckt, es ist auch wieder so ein bisschen scheiße in der Schrift. So ein bisschen abgebrasselt. Aber da kann ich doch nichts dafür. Aber wenn ich die jetzt graden lassen würde, warum auch immer man die jetzt raiden lassen, aber sagen wir mal, dann würde es da auf jeden Fall Abzüge für geben. Aber da kann man doch nichts dafür. Die ist einfach, die ist Mint. Die ist gerade rausgekommen. Die ist gerade auf die Welt gekommen. Da kann ich doch nichts dafür. Manche hat halt eine Delle. Eine Fresse. So, ne? Also, geht. So, wann war dein letztes Wrestling-Match? Okay, ich habe keine Ahnung, wann dieses Video hier auf meinen YouTube-Kanal online kommt, aber das kann sein, dass das die letzte Unlimited-Show war. So. Mint, übersetzt mir das mal mehr. Das heißt, dass die Qualität der Karte tadellos ist. Dass sie keinen Knick, keinen Kratzer, kein nichts, kein gar nichts hat. Dass sie einfach, dass der Zustand sehr, sehr gut ist. Also besser geht es eigentlich gar nicht. So, oh. Dracheneinheit Ritter Gormfaupach. Okay, sieht auch sehr krass aus. Aber mal so ein grünes Viech hier. Sehr nice.
Super Rare. Beide Secrets schon raus, uff. Ist so? Ja. Okay. Heißt das, dass ich denn die Starlight Rare noch ziehe? Weil ich ja jetzt beide Secrets schon habe, obwohl ich noch so viele Packs habe? Weiß man nicht. Oder? Das ist bestimmt so, oder? Das wird so sein. So. Okay. Gigadra. Hatten wir den schon? Ja, ich glaube, ne? Hatten wir schon. So. Weiter geht's. Nein, heißt es nicht. Und wenn du eine Starlight Rare ziehst, hast du ein echt gutes Display erwischt. Okay. Naja, das ist doch kein Problem, oder? Das ist ja wohl meine geringste, meine einfachste Übung ist das ja wohl. Schick. Kriegsfels Basileos. Krasser Typ, ey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Macht er was? Kann er was? Ist der krass? Nö. Oh, ich hätte aber gerne. Also kriege ich ja jetzt sowieso nicht mehr, weil der ja Secret Rare ist. Aber der bewaffnete Donnerdrache hier, Level 10, der ist schon lecker. Der wäre schon lecker gewesen. So, weiter geht's. Zack, zack. Und ich Wichtrüster. Okay, kleiner Wicht. Aber guck mal, wie viele Booster ich noch habe. Da muss doch noch was Schönes drin sein. Endlich einer mit Yu-Gi-Oh! Ist nicht das erste Mal, dass ich hier Yu-Gi-Oh! Unboxings mache. Ich mache schon seit Jahren Yu-Gi-Oh! Unboxings auf meinem Gaming-Kanal. Findest du alles. So. Na, dann schauen wir mal. Aber das kann ja nicht sein, dass ich jetzt so viel... Also da ist auf jeden Fall noch was Leckeres drin, Freunde. Und zwar das hier! Ah, okay. Psy-Lösch-Laser. Nice. Mann, ich bin nicht mal bei der Hälfte. Guck mal an, ich bin nicht mal bei der Hälfte, Mann. Da ist auf jeden Fall noch was Leckeres drin. Da ist noch was. Also, guck doch mal an. Ich habe noch so einen fetten Batzen hier. Da geht noch was. Da geht noch was. Der Löschlaser ist gut für mich. Meinst du? Na denn. Ich guck mir sowieso alles noch an. Bin ich mal gespannt. Aber ich brauche trotzdem noch den Dragonier. Du bist so liebe. Ah ja. So, weiter geht's. Komm, ey, da muss noch was gehen. Kann nicht sein, dass ich jetzt alles schon erledigt habe quasi. Da geht noch was. Ist es nicht befriedigend, die Packs aufzureißen? Ja, natürlich ist es befriedigend. Sehr befriedigend. Geiler geht's gar nicht. Schon alleine das Aufmachen ist schon alleine das hier, warte. Schon alleine das hier. Sowas. Einfach nur in der Hand, diese Folien, diese. Einfach nur so, sowas in der Hand halten. Das ist einfach. Du fühlst dich gleich wieder wie 13, ey. Es ist wirklich krank. Es ist wirklich krank. Das ist einfach schön, so, ne? Und man hatte ja früher, als die Karten rauskamen, als ich das früher gespielt habe, da hattest du ja überhaupt kein Geld. Da bist du ja froh, wenn du mit zwei Boostern nach Hause gegangen bist. Und da warst du schon der Held. Da warst du schon der Geilste. Ne? Also von daher, dass man mal irgendwann in seinem Leben so viele Booster in der Hand haben kann, das hättest du ja damals nie für möglich gehalten. Also, ne, das hättest du ja nie geglaubt, dass du irgendwann mal so viel Geld hast, dass du so viele Booster kaufen könntest. Wie krass wäre das? Und jetzt, oh, Scheiße, gemischt auf jeden Fall.
größere Polymerisation am Start. Hier einfach nochmal eine Ultra Rare zwischendurch geschmissen. Ja, kann man mal machen. Einfach mal so. Aber heißt das, dass er jetzt noch was? Nö, kann ja eigentlich nicht sein. Habe ich mich so vertan? Scheint so. Ja. Und dann denkst du auch so, jo, geil, Alter. Krass. Falls du keine Starlight mehr ziehst, kannst du ja meine aus dem Set zeigen, die ich dir auf Discord geschickt habe. Du willst nur flexen mit deinen geilen Karten. Aber du hast, also das muss man mal dazu sagen, NZ Rules hier im Livestream-Chat, er hat dieses Set 12 Mal ausgepackt. Also ist schon klar, dass er irgendwann vielleicht auch mal eine gute Karte rauszieht. Aber ja, also er hat es dezent übertrieben und hat sich 12 Mal dieses Display geholt. Gut, dann geht's. Ja, dann ist sicherlich was dabei. Aber ich habe ja hier eine 1er-Quote. 1 zu 12 quasi. Der pinke Ojama, nice. Aber trotzdem ziehe ich die Starlight Rare. Nicht großes Sandmeer. Okay. Naja. So. Naja, gucken wir mal. Aber da muss noch was drin sein. Immer noch. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass hier noch was drin ist. Dass hier noch was super Gutes auf uns wartet. So. Springgans. Beobachtung. Okay. Das sind immer noch viele. Spielst du auch oder sammelst du nur? Ich spiele selten. Ich sammle mehr. Also eigentlich kann man sagen, ich packe mehr aus, als ich sammle. Und ich sammle mehr, als ich spiele. Und damit packe ich mehr aus, als ich spiele. Ich packe halt einfach gerne aus. Das ist eigentlich das. Ich bin professioneller Yu-Gi-Oh! Auspacker. Ja? Ich glaube, das kann man in meine Berufsbezeichnung gerne reinschreiben. So. Oh, Kinders. Bowicht. Bowicht mal wieder am Start. Guck mal, wie viele. Ich kuppel die jetzt hier raus. So, guck mal, wie viel hier noch geht. Da geht auf jeden Fall. Da geht noch was. Da geht doch noch was. So. 1, 2, 3, 4, 5. Schön, so eine Starlight Rare anzufassen. So. Oh, zu hoch geschmissen. Den hatten wir schon. Brauchen wir nicht. Weiter geht's. Schickst du mir die, die du mehr als genug hast? Also ich habe mehrere Tinboxen hier, wo einfach meine ganzen Doppelten und Dreifachen drin sind, die ich auch nicht bei Card Market reinstelle, weil die alle bloß 1 Cent oder 2 Cent wert sind. Die sammle ich alle in der Tinbox und irgendwann, wenn ich mal Langeweile habe, dann schicke ich die alle zusammen zu so Kartenankaufstelle und dann kriegst du halt für jede Karte nur 0,001 Cent oder so. Aber ja, dann sind sie wenigstens weg. Weil da hat ja keiner Zeit für, dass du die ganzen Common-Karten, die du doppelt und dreifach und vierfach und fünffach hast, dass du nach so vielen Displays, wie ich hier auspacke, oder so vielen Karten, wie ich auspacke, dass du die die dann irgendwo noch irgendwo einstellst zum Verkauf oder so. Die kannst du nur alle in Dings und fort. Mehr kannst du da nicht machen. So, der Pinko Jama bringt uns heute hier richtig Glück. Der wird uns heute richtig geil bescheren. Richtig krass. Guck. Er macht's. Oh, okay. Sieht aber auch nice aus. Materiaktor Giga Robos. Boros. So rum. Ja. Leckeres Viech. Aber 6 Booster noch. Da muss doch noch was Schönes drin sein. Also mal ehrlich. Wie du das auf Cardmarkets machst, deine Erfahrungen mit uns teilst. Also Cardmarket, da kannst du halt deine ganzen Karten halt reinstellen und halt einfach verkaufen so.
Und ich mache es halt immer so, ich bin ziemlich dumm, aber ich mache es halt einfach so. Alle meine Karten, könnt ihr gerne reingucken. Also nicht, vielleicht nicht alle, vielleicht ist es mal irgendwer, der mich mal unterboten hat oder so. Aber im Groben und Ganzen, alle Karten, die ich reingestellt habe, ist das günstigste Angebot. Weil auch wenn ich für die eine oder andere Karte vielleicht noch 1 € mehr kriegen könnte, ich versuche immer das günstigste Angebot zu haben. Denn ja, dann sind die Karten, dann sind die verkauft, dann ist gut. Ja, also ich bin dann auch froh, wenn die quasi weg sind, wenn die halt verkauft wurden. Deswegen stelle ich die immer sehr günstig rein. Aber ja, es ist halt auch sau anstrengend, so viele Einzelkarten reinzustellen. Deswegen gucke ich jetzt immer nur nach den teuersten quasi und die setze ich dann rein, wenn ich sie nicht brauche. So wie die! Oh, die geht aber wirklich noch gut. Live-Zwilling, Lila, Süßes, Ultra Rare am Start. Und die geht ab 1 Euro. Yeah! 1,69 €, das ist doch meine Zahl. Das geht klar. Also nicht viel, aber immerhin. Aber auch hier. Oh, hier mal eine Runde wieder scharf stehen, Freunde. Auch hier ist es so, dass wir ein kleines bisschen. Jetzt sehe ich es selbst nicht. Hä? Bin ich blöde? Ich würde gerade sagen, an dem einen Buchstaben irgendwie noch ein bisschen die Farbe nicht so gut ist, aber bin ich dumm? Ach so, doch am zweiten L. Am zweiten L. So, ja, jetzt sieht man es. Also am zweiten L ist noch ein bisschen was vertüdelt. Da, jetzt sieht man es. Da. Kann ich nichts dafür, tut mir leid. Tut mir leid. Ich gebe mir ja wohl größte Mühe. So, wir haben jetzt noch 5 Booster. Also, ehrlich. Aber auch nochmal eine Ultra-Rare gezogen. Also, es ist auf jeden Fall noch möglich. Da geht noch was. Ich merke das. Warum ist da so ein Sternenname her? Das würde ich auch gerne wissen. So, Freunde. Macht euch bereit. Der Ojama führt uns mal wieder zum Glück. Nee. Engelsstatue Azurune. Azurun. Azeron. So, 4 Booster haben wir noch. Vier Booster haben wir noch. So. Weiter geht's. Otohime der Virtualwelt Toto. Okay. Ja, von mir aus. Drei. Drei noch. Und warum immer die 5. Karte? Weil das halt so geordnet ist. Die 5. Karte ist halt. Aber das kriegst du eigentlich auch nicht erklärt. Warum denn nicht die letzte Karte? Ich weiß es auch nicht, warum die das so machen. Vielleicht weil. Obwohl, das macht eigentlich Sinn. Die 5. Karte ist die, die am weitesten von allen Seiten weg ist. Bei 9 Karten. Und dann liegen 5 auf dem vorderen Bild, 4 auf dem vorderen Bild und 3 auf dem hinteren. Das macht also in der Form Sinn, dass wenn das Booster vielleicht irgendwie beschädigt wird oder so, dass egal ob vorne oder hinten beschädigt wird, dass die wertvollste Karte noch am meisten geschützt ist. Ist eigentlich doch relativ klug. Also Konami, den kriegst du, ist also doch eine ganz kluge Idee. So. Mahavailo, Licht des Himmels. Okay, die Karte kommt mir aber bekannt vor. Die gab es früher auch nochmal in einer anderen Form. Aber der sieht auch cool aus. Geht. Geht, 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 geht. So. Ergibt Sinn, ja, sehe ich auch so. Ergibt schon Sinn. 5 Hammers. So, Neuauflage von Marvel, ja cool. So, was mit ihm verkehrt ist, weiß ich auch nicht. Warum sie nicht mit mir zusammen ist, weiß ich auch nicht. So, weiter geht's. Das ist das Vorletzte. Das Vorletzte, Freunde. Look at this. Oh, aber nochmal eine Ultra Rare. Springgans Schiff
Explorer. Nice. Schön. Schönes Ding. Schön Ultra Rare nochmal. Das gönne ich mir. So, und dann haben wir noch das letzte Booster von Blazing Vortex. Und dass im letzten Booster hier nochmal eine Starlight Rare drin ist, also das hätten wir ja wohl alle nicht gedacht. Das ist ja wirklich krass, dass sie hier einfach uns nochmal hier nochmal richtig einen reinsetzen. Extrem freundlich von Konami nochmal sowas zu machen, muss man sagen, ist eine nette Sache. So, Kinders, die letzte Karte ist S-Kraft Aura Fist. Das ist lustigerweise auch die erste, die wir heute gezogen haben. Macht schon Sinn, um das denn komplett zu machen. So, gefällt mir. Da war gutes Zeug dabei, glaube ich. Also auf jeden Fall einiges, womit man arbeiten kann, glaube ich. Ne, auch ein paar Doppelte, auch hier mit den Super Rares. Hier schöne Polymerisation geht immer eigentlich. Und ja, das ist auch eine schöne Sache. Und hier die Unterweltgöttin. Und bewaffneter Drachenfunke. Aber wirklich keine Ahnung, wie kann ich diese beiden Karten, obwohl die so vertüttelt sind vom Namen, kann ich die als Niermint reinsetzen? Ich sehe es da schon wieder kommen. Das ist auch die Sache. Ergibt Sinn. Das ist auch schon wieder die Sache, wo ich sage, das wird jetzt schon wieder Stress auf Card Market geben. Weil auf Card Market, also die Leute, die flippen aus. Die flippen wirklich aus. Wenn da irgendwas ist auf der Karte, dann bist du tot. Dann killen die dich. Die lynchen dich. Das finde ich immer übelst krank. Und du bist auch als Händler auf Card Market, kannst du dich sofort abmelden. Hast du eine negative Bewertung oder vielleicht zwei, dann war es das für dich. Kannst du deinen Account eigentlich gleich löschen. Deswegen, du musst da echt penibelst aufpassen, dass das alles anständig ist. Die lynchen dich da richtig. Aber naja. So sieht es auf jeden Fall aus. Also, das sind die guten Karten denn hier für heute aus dem Blazing Vortex. Ja, kann man mal machen. Ist eine schöne Sache. Und damit war es das denn erstmal. Also, Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren und einen wunderschönen Tag haben, Freunde. Wir sehen uns, haut rein und tschüss.